Ja, guten Tag. Ich darf Sie unterrichten, dass Katja Kipping und ich dem geschäftsführenden Vorstand den Vorschlag gemacht haben, für die Fraktionsspitze Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch zu wählen. Der geschäftsführende Vorstand ist diesem Vorschlag ohne Gegenstimme gefolgt. Damit haben wir geschafft, einen reibungslosen Übergang für eine neue Fraktionsführung zu schaffen. Natürlich muss die bestehende Fraktion diesem Vorschlag auch noch folgen. Wir gehen aber davon aus, dass beide in der Fraktion eine deutliche Mehrheit finden. Wir sind davon überzeugt, dass dieser Vorschlag der beste ist für die künftige Führung der Fraktion, dass die betroffenen Personen das können. Natürlich setzen wir unsere Hoffnung darauf, dass die Fraktionsarbeit integriert wird. Sie besteht ja, die Fraktion und die Partei besteht ja nicht nur aus zwei Flügeln, sondern ist deutlich mehr. Wir sind eine linkspluralistische Partei, die sehr viele Strömungen und Richtungen abdeckt. Wir sind aber überzeugt, dass diese Integrationsleistung gelingen wird. Wir haben natürlich die Aufgabe in den nächsten 2 Jahren, Gregor Gysi ist ja noch Fraktionsvorsitzender bis 13. Oktober und wird auch von der politischen Landschaft nicht verschwinden, was uns alle freut. Wir sind überzeugt, dass wir in den nächsten 2 Jahren unserer Rolle als Oppositionsführer gerecht werden und tatsächlich die Alternativen zur Politik der bestehenden Bundesregierung deutlich machen. Wir sind auch der Auffassung, dass die linke Partei gerade in einem sehr guten Zustand ist. Wir haben gesellschaftlichen Rückenwind durch die vielen außerparlamentarischen Aktivitäten, durch die Streiks, durch die G7-Demonstrationen. Überall hat die Linke eine positive Rolle gespielt. Wir haben gute Umfrageergebnisse, wir haben gute Wahlergebnisse erzielt. Wir haben einen guten Parteitag hinter uns in Bielefeld, wo nochmal ein guter Ausdruck dafür war, in welcher Verfassung sich die Partei befindet. Jetzt können wir die nächste Stufe angehen, dass wir auf dieser Basis aufbauen. Ich glaube, für die Linke ist noch mehr drin. Und wir sind im Vorfeld von mehreren Landtagswahlen. Wir sind natürlich in einem weiteren Vorfeld vor der Bundestagswahl. Und wir glauben, dass dieser Übergang die Voraussetzungen und die Grundlagen schafft, dass die Partei Die Linke weiter wachsen und gedeihen kann. Ja, zu zwei aktuellen gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen. In dieser Woche wird über das Schicksal Europas entschieden. Es entscheiden aber nicht die 335 Millionen Menschen in der Eurozone, die davon betroffen sind, sondern einige wenige Ministerinnen und Minister. Wir meinen, Griechenland gehört zu Europa und die politischen Familien der Konservativen und der Sozialdemokraten können offensichtlich nicht akzeptieren, dass eine gewählte Regierung andere Vorstellungen hat vom sozial- und wirtschaftspolitischen Kurs. Wir wollen hier noch mal ganz klar unterstreichen, der Grexit, der wohl zumindest teilweise jetzt in Kauf genommen wird, wäre die teuerste und brutalste Lösung. Der Grexit würde sowohl die Währung Euro schwächen, davon wären alle betroffen. Zum Zweiten würde der Grexit enorme Kosten für den deutschen und die deutschen Steuerzahlenden haben. Und zum Dritten wäre der Grexit für Griechenland eine falsche Lösung, weil er die soziale Not verschärfen würde und womöglich eher nochmal Schwarzmarktsituationen schaffen würde. Ich will ganz klar sagen, wie die SPD sich aktuell verhält in Bezug auf Griechenland, ist höchst unverantwortlich. Sie redet geradezu ein Euro-Crash, ein Euro-Chaos herbei. Und vor diesem Hintergrund sage ich nochmal, das Agieren der SPD gerade an diesem Wochenende in Bezug auf Griechenland zeigt, wie notwendig es ist, auf die Straße zu gehen. Wir rufen gemeinsam mit einem breiten Bündnis dazu auf, am 20. Juni in Berlin auf die Straße zu gehen unter dem Motto Europa anders machen. Das ist nicht nur eine Demo zum Weltflüchtlingstag, sondern auch eine Demo im Sinne der Griechenland-Solidarität.
Sigmar Gabriel behauptet, die deutschen Steuerzahlenden müssten jetzt für die Syriza-Wahlversprechen haften. Das ist einfach eine falsche Darstellung. Wenn man nochmal rekapituliert, was die Ursachen sind für das jetzige Dilemma. Erstens muss man sagen, haben Vorgängerregierungen in Griechenland auf unverantwortliche Art und Weise Schulden angehäuft. Zum Zweiten haben dann vor einigen Jahren die deutsche und die französische Regierung vor allen Dingen die Entscheidung getroffen, dass die Schulden umgeschichtet werden, und zwar von vor allen Dingen privaten Gläubigern hin zu öffentlichen Gläubigern. Dies erfolgte allein mit dem Ziel, deutsche und französische Banken zu schützen. Und drittens kam dann das Kaputtsparen der griechischen Wirtschaft unter Troika-Diktat zusammen. Wir meinen aber, wer ein Land in die Lage versetzen will, seine Schulden zu bezahlen, muss auch wirtschaftliche Entwicklung zulassen. Und weitere Rentenkürzungen und eine Erhöhung der Mehrwertsteuer, von der jetzt immer die Rede ist, bedeutet am Ende höhere Lebensmittelpreise, wird genau das Gegenteil bewirken. Und abschließend noch, an diesem Wochenende hat es ja von Seiten des DGBs in vier Städten Kundgebungen gegeben, um den sogenannten Kita-Streik zu unterstützen. Da geht es ja nicht nur um Erzieherinnen und Erzieher, sondern auch um Sonderpädagogen, Sozialpädagogen, Heilpädagogen, Jugendhilfe. Wir als Linke haben zu diesen Kundgebungen mobilisiert. Ich habe selber auch auf einer gesprochen und uns war klar, die Linke unterstützt die Forderungen der Gewerkschaft nach Aufwertung der Erzieherinnenberufe. Und es ist auch kein Zufall, dass just ein Berufsstrang, in dem vor allem Frauen arbeiten, so sehr um seine Aufwertung kämpfen muss. Insofern geht es bei dem Streik um mehr als um ein paar Euro mehr auf dem Gehaltszettel, sondern es geht um die große Forderung gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit.